So, da der Bastelzeit und heute gehen wir mal auf die Suche für eine Lösung für ein zukünftiges Projekt. Und zwar geht es darum, Musik abzuspielen. Und zwar soll das in ein Gerät eingebaut werden und dafür suche ich dann jetzt eine passende Schaltung bzw. ein passendes Modul. Also, gesucht wird etwas, das Musik spielen kann und möglichst zuverlässig funktioniert. Wird sich ja anbieten, die hier wieder zu verwenden. Die haben wir ja schon mal gesehen. Das sind diese kleinen Audiomodule auf Basis des JQ8400 FL10P. Sind klasse zu benutzen, einfach und bis jetzt hatte ich auch keine größeren Probleme damit. Aber, naja, die haben halt nur, was waren es, ich glaube 2 Megabyte oder 4 Megabyte an Speicher. Und das wird doch schon eher eng. Ich habe mich deswegen umgeguckt und habe mich entschieden, erstmal was anderes zu benutzen. Zum einen, weil hatte ich noch nicht, zum anderen, weil, hey, mehr Platz heißt wahrscheinlich auch mehr Qualität. Das ist der hier. Holen wir den mal aus der Packung raus, dass wir das auch besser sehen. Und, ups, das ist der WTV020 M01 in dem Fall hier. Und das ist ein MP3-Player-Modul, also MP3 ist es nicht. Ist im Prinzip dasselbe wie die, die wir schon hatten, aber mit einem Unterschied, ihr seht schon hier oben, das ist nämlich ein SD-Karten-Slot. Da können wir eine Micro-SD-Karte einlegen und entsprechend haben wir dann ein bisschen mehr als 4 Megabyte. Das Ganze kommt dann in hier so einem Paket. Auf der Unterseite haben wir den eigentlichen Chip, der da drauf ist. Und das war es dann auch schon fast. Was wir nicht haben, ist jegliche Form von Beschriftung. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall hingehen und uns das online raussuchen. Und was wir natürlich auch berücksichtigen müssen, es ist schön, jetzt hier sowas zu haben, aber ihr braucht das Modul und ihr braucht noch eine Micro-SD-Karte, die gegebenenfalls halt auch noch mal ein paar Euro kostet. Also es ist wahrscheinlich am Ende teurer als hier so ein JQ, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Was das Einlegen der Karte angeht, ihr geht hier hin und drückt den metallenen Rahmen hier oben einmal nach hinten. Der klippt dann so ein bisschen und dann kann man den nach oben aufklappen. Das ist also nicht so ein typischer Slot, wo man die Micro-SD-Karte einfach reinschiebt und die arretiert dann. Hier muss man wirklich den Deckel aufmachen. Dann entsprechend das Ganze hier reinlegen. So, ihr seht, hier ist dieser eine Pin, der hält das dann an der richtigen Position. Und wenn das geschehen ist, wieder zu und nach hinten schieben. Und jetzt ist die Karte da drin. Was die Pins angeht, nun, da haben wir, wie wir sehen können, ein bisschen mehr. Zum einen haben wir natürlich die Stromversorgung. Wir haben einen Ausgang für den Lautsprecher plus minus. Wir haben einen Ausgang ohne Verstärker. Haben einen Reset-Button. Dann haben wir auch die Busy-Linie, die wir auch von dem anderen schon kennen, die entsprechend anzeigt, ob gerade was abgespielt wird oder nicht. Zur Datenverbindung haben wir auch hier 2 Pins. Das ist allerdings nicht RS-232 wie bei einem anderen Modul, sondern hier haben wir Clock und Daten. Das ist also so ein I2C-like Ding. Und was wir zusätzlich haben, sind diese 3 Pins hier. Das sind für Taster zum Bedienen. Das heißt, damit können wir sagen Play, wir können sagen nächster Sound, vorheriger Song. Und so kann man im Prinzip sich da auch einen MP3-Player zusammenbauen, wenn man das direkt bedienen möchte und nicht über einen Mikrocontroller gehen möchte. Ich möchte natürlich mit einem Mikrocontroller arbeiten, werde diesmal wahrscheinlich nicht den ESP8266 benutzen, sondern werde wahrscheinlich wieder auf hier sowas gehen, einen guten alten Arduino-Klon auf Basis des ATmega 328P. Einfach weil die hier sind mehr oder weniger zuverlässiger. Ich habe einen Watchdog drin, ich habe Brownout Detection. Das ist mit den ESPs alles eher so meh. Und allgemein kenne ich mich mit denen halt ein bisschen besser, auch mit den internen Sachen aus, weil ich die schon vor Arduino benutzt habe. Deswegen holen wir den hier. Dürfte für den Zweck ohnehin ausreichend sein. Ich brauche kein WLAN oder ähnliches. Gut, würde ich sagen, das hier verbinden wir mit dem hier. Wo wir ein bisschen aufpassen müssen, das Modul braucht 3,3 Volt, nicht 5 Volt, wie der hier normalerweise benutzt. Theoretisch gilt auch hier wieder, man müsste einen Level-Shifter dazwischen setzen. Ich werde ihn weglassen. Die Pins halten das bestimmt irgendwie aus. Ein kleiner Hinweis noch, und zwar gibt es hier auf der Rückseite irgendwo eine Möglichkeit, das Ding wohl auf 5 Volt umzulöten. Das findet man jedenfalls teilweise im Internet. Das scheint nicht wirklich zu funktionieren. Na, hier ist es.
unter der SD-Karte. Da haben wir etwas zum Umlöten. 3,3 Volt oder 5 Volt. Wie gesagt, das funktioniert hier bei den Modulen nicht. Wahrscheinlich, weil hier hinten ein Spannungsregler und so fehlt. Ich gehe davon aus, da hätte dann was dafür hin müssen. Nur zum Hinweis, warum ich hier mit 3,3 Volt das Ganze dann gleich betreibe. Ich suche mir mal etwas zum Löten. Dann machen wir das hier dran und gucken, ob das klappt. Okay, ich sehe gerade, der Pro Mini, der hat anscheinend gar keinen 3,3 Volt Regler drauf hier. Sollte aber egal sein, wenn ich ein 5 Volt Netzteil habe und dann mit Dioden arbeite, kann ich wahrscheinlich die Betriebsspannung hier für VCC auf irgendwie 4 Volt drücken. Das sollte dann der hier auch aushalten können. Dann machen wir den hier direkt an VCC ran. Sollte das auch wieder passen. Muss jetzt natürlich ein bisschen gucken. Der hier hat leider ziemlich wenig Pins dafür. Um genau zu sein, nur einen VCC, den ich nutzen kann. Den hier hätte ich schon gerne zum Programmieren immer noch verfügbar. Ja, wobei, ich kann ja das Netzteil dann zum Stecken machen. Dann passt das wieder alles gut. Dann machen wir hier mal weiter. Mist. Wenn ich das so mache, habe ich ja 5 Volt. Nicht gut. Ja, dann muss ich es doch irgendwie mit Kabeln anschließen. Kann ich meinen üblichen Stecker hier benutzen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Normalerweise mache ich das einfach so. Der 3,3 Volt Pin, den biege ich meistens hier bei den Modulen einfach auf Seite. Dann kommt der nirgendwo dran. Und ansonsten passen die Pins normalerweise hier haargenau drauf. Das heißt, wir haben DTR, RX, TX, 5 Volt und GND. Normalerweise klappt das, wie gesagt. Ich muss jetzt hier gucken, dass ich 5 Volt und 3,3 Volt irgendwie mir da hin und her bastel. Werde mir schon eine Lösung für finden. Und wenn es mit Kabeln ist, ist ja nur einmal programmieren. Und dann sollte das eigentlich laufen. Vor allen Dingen, wir haben ja hier diesen SD-Karten, Micro-SD-Karten-Slot. Das heißt, Musik tauschen oder so. Bedarf da keiner speziellen Sachen. Was ich wahrscheinlich noch machen werde, ich gucke gleich mal, ob ich noch irgendwelche Schalter habe, so Schiebeschalter oder so. Dann werde ich davon wahrscheinlich noch 1-2 dran machen. Und dann kann man damit irgendwie 2-3 verschiedene Sätze an Musikdateien auswählen, dass man das auch auswählen kann. Mindestens mal 2 hätte ich schon gerne, aber das kriegen wir irgendwie hin. Da sehe ich da kein Problem. Ja, und ich habe gerade auch noch ein Datenblatt, nochmal ein richtiges gefunden vom Hersteller. Das sieht gut aus. Wir gucken, dieser Pin 2, das ist DAC Audio Output plus 2 Amplifier. Das ist genau das, was ich am Schluss dann wahrscheinlich brauchen werde, weil ich halt mit einem externen Verstärker arbeite. Das sollte dann funktionieren. Wunderschön. The Power Input ist 3.3 Volt DC. If 5 Volt Input, 2 Serial Diodes, 1N4001 oder 4007 connect to the positive Input. Also genau das, was ich vorhatte, mit Dioden die Spannung runterzudrücken. Das ist auch das, was die hier vorschlagen. 5 Volt, 4,4 Volt, 3,8 Volt mit 2 Dioden. Hier steht maximal 3,5 Volt. Ja, was jetzt? So, das dürfte jetzt funktionieren. Ich habe hier einfach den 5-Volt-Pin auch noch weggebogen. Das heißt, wenn ich ihn jetzt einstecke, dann habe ich im Prinzip alle Pins außer der Stromversorgung. Und da holen wir dann einfach hier so ein Jumperkabel und machen das dann manuell zwischen, ne, wenn es hängen bleibt, zwischen entsprechend die Stromversorgung hier unten, die er da haben will, und die 3,3 Volt hier oben. So, jetzt ist alles dran. Und jetzt müsste ich den auch hier ohne größere Probleme programmieren können. Soweit die Theorie. Beim Programmieren greife ich wieder auf eine fertige Library zurück. Warum das ganze Rad neu erfinden? Und zwar ist das diese hier, die Library WTV020SD16P. Programmiert wurde die von Rondel, oder der maintaint das Ganze jetzt. Für Platform.io einfach hier als Library Dependency einfügen, für Arduino wie üblich GitHub-Seite aufrufen, ZIP-Datei runterladen und die übers Menü dann installieren. In der Software selber, da inkluden wir das Ganze erstmal und machen uns ein neues Objekt, in dem Fall mit dem Namen WTV,
Dann haben wir hier A0, A1, A2. Das sind die Pins, wo das Ganze angeschlossen ist. Und von der Reihenfolge übersetzt sich das auf Clock, Data und Busy Pin. Das heißt also, der Clock ist an A0, Data an A1 und Busy an A2 bei mir. Ich habe zusätzlich an A3 noch Reset. Den habe ich ja dann noch per Hand gemacht, weil ich da ein paar Probleme mit dem Modul hatte. Muss man eigentlich nicht machen, aber nur, dass ihr euch nicht wundert, was hier mit A3 ist. Das ist einfach nur der Reset. Ja, in der Setup-Routine ist überhaupt nichts drin, was mit dem Modul zu tun hat. Und auch hier unten ist es relativ dünn. Ich mache einfach eine Schleife mit 1 bis 5, gebe ein bisschen was aus. Und hier ist das wichtige Kommando, nämlich wtv.playvoice-i. Und das gibt dann an, welchen Ton wir ausgeben wollen. Die Dateien, die drauf gespeichert sind auf der SD-Karte, das muss eine WAV-Datei oder AD4-Datei mit einer Zahlenkombination sein. Und die Zahl geben wir hier ein. So, das dahinter braucht ihr eigentlich nicht, denn standardmäßig wartet Playvoice, bis das Ganze abgeschlossen ist. Das heißt also, der Code geht weiter erst dann, wenn das Abspielen vollständig beendet ist. Wenn ihr Ton abspielen wollt, der im Hintergrund läuft, während euer Programm weitergeht, gibt es alternativ Async Playvoice. Damit funktioniert das Ganze dann deutlich einfacher. Es gibt noch ein paar andere Befehle, die ich jetzt hier nicht drin habe. Habe ich auch mal ein bisschen mit rumhantiert. Es gibt Stop, Pause, Mute, Unmute und dann hier ein Set Volume. Da können wir von 0 bis 8 eine Lautstärke einstellen. Und viel mehr ist da hier nicht drin. Dann schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Haben wir erstmal hier eine Testaufzeichnung. Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3. Und die muss in einem speziellen Format sein, und zwar eigentlich AD4, aber WAV-Dateien sollen wohl auch gehen, unter gewissen Voraussetzungen. Und zwar 6 bis 16 kHz. Das heißt, wir gehen hier mal runter auf 16 kHz. Mal gucken. Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3. Okay, und ich gehe mal davon aus, dass wir auch Mono benötigen. Dann machen wir mal eine WAV-Datei. 16-Bit klingt gut. Die nennen wir dann 0000.wav. Gespeichert hat er es mal. Schauen wir mal, was er dazu sagt. So, da ich jetzt nicht sicher bin, ob er mit den Waves klarkommt, spiele ich noch ein paar AD4-Dateien drauf. Das hier, das sind welche, die gibt es im Internet irgendwo zum Runterladen. Das ist wohl so ein Testpaket von so einem Modul. Ich mache einfach mal ein paar mit da drauf. Dann sollte er zumindest irgendwas abspielen. Jetzt kann man auch die Dinger hier entsprechend reinlegen. Zu, nach vorne. Und jetzt sitzt er auch passend da drin. Dummerweise bleibt das Modul sehr, sehr leise. Also geht's ans Debuggen und erste Frage, schicke ich überhaupt die richtigen Befehle? Um das Ganze sinnvoll zu debuggen, habe ich das hier mal in Sigrok Pulse View mit so einem Logic Analyzer aufgezeichnet. Hatte ich schon mal Videos zu, wenn nur noch welche kommen. Und ich habe den Code noch ein bisschen modifiziert. Und zwar habe ich ein Unmute und Set Volume reingemacht. Einfach, dass ich ein paar Befehle habe, wo noch mehr Daten übertragen werden. Wenn wir uns jetzt die Datenübertragung angucken, die vom Arduino in Richtung von diesem WTV-Modul da rüber geht, dann können wir hier sehen, dass wir hier ein FFF7 haben. Davor haben wir ein FF05 oder sowas oder irgendwas mit 05 auf jeden Fall. F7 ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Wenn wir weitergehen, dann kommt hier ein 0001. Was heißt das nun für uns? Gucken wir doch einfach mal in der Anleitung nach. Wir haben hier diesen Two-Line-Serial-Mode. Und hier haben wir erstmal die Trigger-Data-Binary. Und da sehen wir zum Beispiel, dass der zweite Sound mit der Dateiname 0001, der schickt ein 0x0001. Und das ist ja auch das, was wir sehen können. Wenn wir ein bisschen runtergehen hier, da sehen wir auch noch irgendwie Reset und so. Das sollte aber egal sein. Unser Reset ist high, sollte also passen. Darunter sehen wir aber FFF7H. Das ist, 7, FFF7 ist, um die höchste Lautstärke einzustellen. Und das ist genau das, was hier steht. Wir hatten eben ja schon FF und hier sehen wir noch das F7 im Bild. Also die Befehle, die ich sende, sind offenbar richtig. Daran hängt es mit Sicherheit nicht. Ja, einer der Punkte, warum das Ding keinen Ton von sich gibt, das ist das hier. Ja, ich weiß, ich habe eben eine andere Karte verwendet, aber die hat dieselben Spezifikationen, von daher zum Erklären reicht das.
Es war eine 8 GB Karte und wir brauchen eine MicroSD, ne? Naja, das hier ist keine MicroSD, das hier ist eine MicroSD HC, High Capacity Karte. Die nimmt das Modul leider nicht. Wenn wir größer gehen, da gibt es dann noch die MicroSD XC, das ist dann Extreme Capacity, auch nichts für uns. Wir brauchen wirklich eine MicroSD Karte, also zum Beispiel sowas hier. Kein HC, kein XC, sollte passen. Das hier ist jetzt eine 512 MB Karte. MicroSD wurde hergestellt, mindestens bis 2 GB, da seid auf der sicheren Seite. Es gibt auch 4 GB Karten als MicroSD, aber der Großteil von den 4 GB Karten war schon MicroSD HC. Das heißt also, die werden nicht funktionieren. Aber auch dann ist das so ein bisschen ein Problem. Ich habe insgesamt 2 Karten gefunden, die hier und eine 2 GB Karte. Die 2 GB Karte hatte ich die AD4 Beispieldateien drauf gemacht, eingelegt, funktionierte. Und dann wollte ich meine Dateien drauf machen und die MicroSD-Karte ist kaputt gegangen. Also jetzt nicht physikalisch, sie war einfach schon abgenutzt, die war früher im Handy. Das ist meistens nicht gut. Also habe ich mit hier der 512er rumprobiert und keine Chance, das ans Laufen zu kriegen. Ich weiß nicht, ob hier das nicht irgendwie eine runtergedrehte HC oder so vielleicht ist. Aber ich kriege das Modul nicht dazu, die MicroSD-Karte zu lesen. Allgemein scheint es so zu sein, dass dieses Modul sehr, sehr picky ist, also nur bestimmte MicroSD-Karten akzeptiert. Ja, und an der Stelle muss ich dann sagen, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, das Modul hier zu benutzen. Ja, es funktioniert, ja, die Ansteuerung klappt, ja, es kommt Ton raus, aber nur WAV-Dateien, wenn überhaupt. Und die auch nur in schlechter Audioqualität. Wenn man gute Audioqualität haben will, braucht man AD4-Dateien, proprietäres Format. Es gibt zwar so ein paar seltsame Konverter aus mäßig vertrauenswürdigen Quellen, aber ob ich die auf meinem Rechner haben will, steht noch woanders. Dritter Punkt, keine Ahnung, welche MicroSD-Karten klappen. In der Theorie jede, die nicht HC ist, also das sollte klappen, aber in der Praxis, wie wir hier sehen, leider nicht wirklich. Und an der Stelle, ich glaube, es macht mehr Sinn, da auf ein Modul mit einem anderen Chipsatz zu gehen oder sogar die mit internem Flash zu holen und dann im Zweifelsfall davon mehrere zu verbauen. Ja, das ist teurer, aber wenn ich dazu rechne, dass man noch die MicroSD-Karte kaufen muss und eventuell mehrere davon, weil man zu Hause in der Grabbelkiste wahrscheinlich eher keine MicroSD-Karten unter 2 GB rumfliegen hat. Puh, das wird ein teurer Spaß, das alles auszuprobieren. Ich für meinen Fall lasse das Modul wieder irgendwo in die Bastelkiste wandern. Ist nichts für mich, ist für das Projekt nicht wirklich brauchbar. Das ist mir zu viel Aufwand, da jetzt noch weiter zu suchen. Plus die schlechte Bedienbarkeit mit den ganzen Konvertern und so. Nee. Ich suche mir da lieber was anderes, was dann auch bei meineren Anforderungen das tut, was es soll.